Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Let's Play Astrokolonie. Ja, ist so ein bisschen schief gegangen, weil der Spielstand hat nicht mehr vernünftig funktioniert. Ich hatte in der letzten Folge neu angefangen. Und ja. So. Und wir haben jetzt festgestellt, wir brauchen dringend die Schmelze, damit wir Gold kriegen. Und dafür brauchen wir aber erstmal Eisen. Gold brauchen wir auch. Das scheint Eisen zu sein. Fünfmal Eisen habe ich. Der scheint gut was zu enthalten hier. Gut. Das ist dann die 4. Genau, so kann man so bauen. Ich möchte, dass der Strom dann... So dahin geht. So, die 3 und ist verbunden. Das heißt, wir machen das da rein. Okay. Der braucht Kohle. So, nur wieder. Und jetzt wird hier auch Gold hergestellt. Das ist sehr schön. Damit wir den Recycler bauen können. So, was brauchen wir jetzt als nächstes? Wir schalten definitiv jetzt die Konstruktion von dem und dem ab, weil wir da 2 brauchen, um 1 herzustellen. Wenn wir hier drin herstellen, brauchen wir 3, um 2 herzustellen. Also kriegen wir aus 2 1,5. Nein, Quatsch, aus 1,5 kriegen wir 2, ansonsten brauchen wir 2. 1,5 kriegen wir 1, ansonsten brauchen wir 2 für 1. Also der ist etwas sparsamer. Gucken wir mal.
So, und dann wollen wir mal zusehen, das hatten wir ja vorher auch schon, dass wir hier dieses, wie waren das, diese Sauerstoffbarriere bauen, genau. Und die war, glaube ich, F2 nicht, F3 und die 3. Genau, was brauchen wir dafür? Zweimal Gold, zweimal Eisen. Also erstmal bauen wir den, nehmen wir das. Schmeißen das und das da rein. Er holt also das bei mir aus dem Inventar raus. So, was hatten wir gesagt? Was brauchen wir? Gold haben wir jetzt genug. Wir brauchen Stahldraht oder Eisendraht. Viermal, das reicht. So. Genau. F1, 3. Brauche ein paar von denen hier. Sechs Stück, das könnte knapp werden, aber naja, gut. So. Sehr schön. Und schon brauchen wir der Oxygengenerator, der da braucht Wasser. Das heißt, wir brauchen mal wieder Draht. Diesmal würde ich mal sagen 2. Also 2 mal 4. Okay, diese genau, der soll Wasser herstellen. Das heißt, wir brauchen Sauerstoff. Hier kommt das Kupfer und Vielen Dank.
Genau, du sollst diese Tanks herstellen. So rum war's. Die Sauerstofftanks. Und der verwendet die dann. Wasser kommt hier an. Haben wir keinen Strom mehr. Da dran lag's. Okay, ich brauche Kohle. Und zwar ganz schnell. Bevor ich sonst ersticke. Ja, so Zeit, dass wir diese Fänger bauen und das mehr oder weniger automatisieren. So, das kommt da rein. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. Sehr gut. Genau, und wir brauchen jetzt hier diese Recyclingmaschine. Die wollten wir ja vorhin schon bauen, aber ja. Gold und fünfmal Kupferdraht. Kupferdraht stellen wir selber her. Bisher noch. Ich habe kein Kupfer. Hier. 7.
Sechs Stück sollten reichen. Drei. Sechs. Jawohl. So, der kann jetzt erstmal recyceln. Nee, nicht Stromausfall. Will ich nicht. Okay. Jetzt Asteroidenfänger. Die setzen wir dann immer außerhalb hin. Damit wir diese Eckpunkte hier, da wollte ich ja in der letzten Folge oder in der letzten Map schon die Stützen hinbauen, damit wir sie dann später oben drauf setzen können. Oder ich setze hier innen rein weiter. Ich muss nur dran denken, dass ich das freilasse. Ja, das ginge. Wo sind sie denn, die fünf? Einmal. Zweimal. Da setzen wir sie nach außen. Und jetzt brauche ich zweimal Eisen. Wo haben wir es? Hier. So, und wir brauchen Strom. Jawohl, ja. So, sollte reichen. Da haben wir es. Dann hier noch mal auf die Ecke rein. Dahin. So, das.
Wo ist hier der Stromanschluss? Hier. Hier. Und hier. So. Okay, jetzt brauche ich. Ich drücke mal die Tab-Taste. Jetzt brauche ich reichlich von den Kabeln. Ich denke mal so. Ja, 30 Stück. Dann kann ich es eigentlich durchlaufen lassen. So. Da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Der hat Strom. Der hat Strom. Okay, ich brauche Kupfer. Den ranholen und den ranholen. Den. Und den. Okay. Passiert nichts, hier passiert nichts. Die beiden sind noch nicht angeschlossen. Das heißt, ich brauche jetzt hier Kupfer. Genau, jetzt werde ich es aber abschalten, sonst produziert er mir unendlich.
fehlt mir immer noch ein bisschen was. Ich muss das wieder einschalten, weil den brauche ich. Drei. Ja, 9 Stück. Dann können wir es direkt wieder ausmachen. 6. Oder wenn es 12 sind, wird es der jetzt noch. Jawohl, der geht auch noch. Dann sind es 12 und dann können wir wieder ausmachen. Zack, so. So, das ist auch an. Ja, das ist noch. Der ist noch, der ist noch. Gut. Dann wollen wir mal gucken, wie wir mit der Forschung weiterkommen. Die Logistik, die brauchen wir. Und das brauchen wir auch. Labor und Wasserstoff. Wasserstoff weiß ich jetzt nicht. Bergbaudrohnen, Eisenstangen, der Konstruktor, der Scanner. Das hier Maschinenbau. Wasserstoff, Motoren, Andocken, Hydrogen. Okay, dafür reicht es noch nicht. Ja. Das kommt später. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir. Hier ist der Eingang. Dafür brauchen wir diese Eisenplatten. So, die hatten wir aber, soweit ich weiß. Hier drin, genau, so. Hier ist der Eingang. Gehen wir dann hier rum, hier dran lang.
Der kommt dahin, genau. Und dann sagen wir dem Kohle rein. Und alles andere geht weiter. Diese Eisenplatten, wo stellen wir die her? Wahrscheinlich in diesem Konstruktor. Denn die können wir ja hier drin nicht herstellen. Ne? Ah, Stromausfall. Schon wieder mal. Unser Sauerstoff ist voll, von daher ist es nicht wichtig oder nicht schlimm. So. Aus Eisenbarren, die stellen wir in der Hand her. Hörst du mal auf, mich hier zu nerven? Der Zwischenzeit gucken, ob wir hier. Jawohl, haben wir. So. Kohle und Eisen brauche ich. So. Und dann haben wir das nämlich schon mal, dass der das da rausholt, da reinschmeißt, was Kohle ist.
Kohle, Eisen. Kohle. Eisen da rein. Ja, aber damit sind wir am Ende dieser Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss.